Tessiner Geschichten. Süßwein und Volkskunst. Schokomousse aus Olivenöl. Das Tessiner Grotto. Cicit, eine Wurst aus Ziegenfleisch. Maroni, die Tessiner Edelkastanien. Und gleich zu Beginn, Chiasso, tempi passati. Tante, tante, tantissime cose sono cambiate. E quando si camminava coi cavalli. So vieles hat sich verändert, seit man in der Stadt zu Pferd unterwegs war und die Städte sozusagen pferdegerecht gebaut waren. Vieles wurde seither zerstört, aus Spekulationsgründen oder weil sich die Leute nicht viel dabei dachten. Vieles aber auch aus Notwendigkeit. Denn wo ein Pferd noch passieren konnte, kamen weder Lastwagen, Eisenbahn noch Tram durch. Eine Karte aus Chiasso. Neben der Straßenbahn steht ein Postwagen. Für den Pakettransport, denke ich. Hier ist die Straße schon so breit, dass beide aneinander vorbeikommen. Hier sehen wir die Straßenbahn, die von Chiasso bis hinauf nach Riva San Vitale fuhr. Keine Stadt, sondern eine Regionalstraßenbahn. Sie war sehr beliebt, weil sie die Leute bis fast vors Haus brachte. Früher war eine Ansichtskarte dazu da, Grüße zu schicken. Ich war in Chiasso, in Bellinzona, in Lugano. Heute ist die Ansichtskarte ein Zeugnis der Vergangenheit, ein Dokument. Interessant sind die Veränderungen. Schloss Chillon war immer so, wie es heute ist. Und wird auch so bleiben. Lugano und Chiasso aber waren nicht immer so.